Oh, Crocus Gittus. Er ist es. Der Wieser doch, der Held. Er soll ein Held sein? Ich glaube noch immer, dass du dich irrst. Ich bezweifle, ob so ein Wicht imstande ist, einen Drachen zu erschlagen. Wo ist dein Freund? Mischt sich und das gemeine Volk. Na sowas. Ist er das im Grab? Er tut nur so. Möchte sehen, wer mit Blumen erscheint. Ich glaube, ihr solltet einem Arzt Bescheid geben. Vielleicht geht's ihm wirklich schlecht. Nein, beachte ihn einfach nicht. Sonst ermutigst du ihn nur. Seid ihr als Helden, als richtige Helden meine ich, nicht der Ansicht, dass ihr euch irgendwie nützlich machen solltet? Wir sollen uns nützlich machen? Vielleicht bei einer Party? Nein, ich meine, solltet ihr nicht gegen die Unterdrückung und so kämpfen? Meine letzte Party liegt schon viele Jahre zurück. Es gab Torte und Wurst. Eigentlich eine komische Mischung. Wäre es nicht angebracht, wenn wir uns gegen den Drachen zusammenschlössen? Wir sollen den Drachen verschließen? Wo denn? Und Ananas gab's? Jawohl. Mit kleinen Papierschirmen, sehr kultiviert. Ob wir eingeladen sind? Was kannst du mir über Helden sagen? Helden? Hey, können wir ihm von Helden erzählen? Natürlich können wir das. Was? Ihm von Helden erzählen. Oh ja, Helden. Nun, zunächst einmal muss der Held wie ein richtiger Held aussehen. Schludrige Helden taugen nichts, oder? Nee. Schludrige Helden sind zu schludrig. Nun, der wichtigste Gegenstand für einen angehenden Helden ist der Dingsbumsbeutel. Eignet sich gut dafür, um junge Frauen anzulocken. Ja, und ob Frauen, je größer, desto besser. So lautet mein Motto. Schenk ihm einfach keine Beachtung. Ich meine wirklich, dass es höchste Zeit wird, gemeinsam etwas in Hinsicht auf den Drachen zu unternehmen. Ganz meine Meinung. Finde ich auch. Ich hab's schon gesagt, hier gibt's kaum mehr welche. Die Stadt wurde auf Lehm errichtet. Man muss in die Berge, um welche zu finden. Um was zu finden? Wovon redest du diesmal? Felsen. Man braucht einen Felsen und Stricke. Oder Kordeln. Daheim habe ich einige sehr hübsche Kordeln. Allerdings möchte ich sie nicht von einem Drachen verschlingen lassen. Keine Kordelfütterei. Eine Jungfrau mit Stricken an einen Felsen gefesselt. So verlangt die Tradition. Warum ist die Tradition so wichtig? Weil Menschen Wiederholungen lieben. Warum? 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 Weil Menschen Wiederholungen lieben. Ich gebe auf. Du hast bei solchen Sachen mehr Übung. Man wird nicht so alt wie ich, ohne sich alten Ideen zu öffnen. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Die Kunst der Beschilderung scheint schon seit langer Zeit tot zu sein. Ich bin sicher, ihn schon einmal gesehen zu haben. Hat er versucht, mir Aktien an jener Fabrik zu verkaufen, in der angeblich Schnürsenkel für Linkshänder hergestellt werden? Na schön, was verkaufst du diesmal? Möchtest du abnehmen, Herr? Wie bitte? Kommst du dir wie ein Haufen Schweineschmalz vor, wie ein wandelnder Dingsbums im Wal? Bringen wir's hinter uns. Was verkaufst du diesmal? Ein neues System für die Fettbeseitigung, Herr. Ich garantiere dir, in nur einem Jahr kann man damit ein Nilpferd in eine Nymphe verwandeln. Lass mich raten. Schlägst du vor, Blutegel zu benutzen, um bei jemandem das Fett abzusaugen?
Schönheit, auf die man warten kann, Herr. Aber Blutegel sind Hämatoparasiten. Was? Sie trinken Blut. Von Fett halten sie nichts. Kleine Blutegel haben noch nie dafür gesorgt, dass jemand schlank wurde. Kommt ganz drauf an, wie viel Blut sie trinken. Du wärst überrascht. Erfolg ist garantiert. Der Kunde nimmt in einem Jahr ab oder er bekommt sein Geld zurück. Hier, es steht alles im Prospekt. Hier steht, das Management behält sich das Recht vor, ein Jahr auf der Grundlage eines beliebigen lokalen Kalenders zu definieren. Stimmt. Das troomelianische Kalenderjahr dauert 311 Monate. Tatsächlich? Nun, da du ein Freund bist, gewähre ich dir Rabatt. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin, aber... Ich brauche überhaupt keinen Apparat zum Abnehmen. Hast du an die Zukunft gedacht, Herr? Du könntest jetzt Gewicht entfernen und beiseite legen, um es später zu verwenden. Damit sparst du Geld für Lebensmittel, Herr. Nun, ich halte das nicht für sehr praktisch. Unsere medizinische Abteilung bietet diverse andere Dienste und Arzneien an, Herr. Wir haben Mittel für die Behandlung von Warzen, Rheuma. Hier ist ein Trank, der Blindheit heilt. Garantiert! Ich bin überhaupt nicht blind. Na bitte, Herr, ein Wundermittel! Ich falle nicht darauf herein. Oh, vielleicht können wir bei einer anderen Gelegenheit ins Geschäft kommen. Erzähl mir mehr von dem System zur Fettbeseitigung. Interessierst du dich dafür, Herr? Ich biete es besonders günstig an. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Na schön, schaden kann's nicht. Als wenn ich in letzter Zeit nicht genug Bewegung gehabt hätte. Eine Tüte mit Blutegel. Yippie. Hey, Schätzchen. Hä? Freut mich, dass du hier bist. Siehst klasse aus. Oh, herzlichen Dank. Setz dich und sei still. Nein, 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 nein. Mit mehr Gefühl. Das klingt schrecklich. Der nächste, wenn ich ein Tier brauche, gebe ich dir Bescheid. Meine Güte, was geht hier vor? Hey, Schätzchen. Hä? Freut mich, dass du hier bist. Siehst klasse aus. Oh, herzlichen Dank. Setz dich und sei still. Schade, ich darf immer noch nicht mit dir reden. Ah, interessante Veränderungen bei der Bekleidung. Ich wusste gar nicht, dass Trollen auch Haare im Gesicht wachsen. Hallo, du bist der Troll, nicht wahr? Flint. Wie? Ich heiße Flint. Mein Agent hat ausgewählt den Namen. Klingt besser bei den Streifen, meint er. Wenn man heutzutage ankommen will bei Publikum, muss man haben gut klingenden Namen. Ah, alles ganz einfach. Hör mal, ich sei dein Vater. Es ist nicht besser geworden, oder? Nein, aber denk nur daran, wie viel eingespart werden kann bei Statisten. Welche Rolle wünschst du dir? Held sein möchte ich. Deshalb ich mir wachsen lasse Schnurrbart. Man einen schwarzen Schnurrbart braucht, um zu sein richtiger Held. Der Schnurrbart besteht aus Flechten, nicht wahr? Ich es sehr eilig hatte. Außerdem bei mir nicht wachsen gut Bart. Hallo, du bist der Troll, nicht wahr? Flint. Wie? Ich heiße Flint, wenn man... Es ist... Nein, hält man... Der Schnurr... Ich es außer... Hey, Schätzchen. Hä? Freut mich, dass du hier bist. Siehst klasse aus. Oh, herzlichen Dank. Setz dich und sei still. Angriff des 10 Meter großen Zwergs dürfte bei den Trollen enorm gut ankommen. Ich werde ein Star, jawohl. Wie bitte? Ich probe für die Hauptrolle im neuen Streifen. Trolle mögen Blondinen. Ist schrecklich modern. Wieso hast du obenrum mehr als vorher? Wegen der Silikonus-Dinger. So heißen sie, glaube ich. Silikonus? Ja, konusförmige Teile, die von dem verrückten Troll neben mir abgeschlagen wurden. Hab sie hier vorn hinzugefügt. Mein Agent hielt das für eine gute Idee.
Zumindest bist du der Konkurrenz ein kleines Stück voraus. Wie bekommt man Gelegenheit zu einer Probe? Stell dich einfach an, so wie ich. Es macht eine Menge Spaß. Ich freue mich schon auf die Rollenverteilung. Tatsächlich? Ja, ich mag Gymnastik, weißt du? Ich glaube, ich brauche ein wenig Ruhe. Du könntest dich entspannen und zusehen, während wir anderen rollen. Oh Mann. Möchtest du vielleicht mein Autogramm? Dein was? So nennt man einen Namen auf Papier. Mein Agent Otto kam auf die Idee. Er meint, eines Tages sei so etwas viel wert. Im Ernst? Ja, vor allem dann, wenn man den Namen auf teures Papier schreibt. Wenn du mir etwas zum Schreiben bringst, dann gebe ich dir mein Autogramm. Das ist sehr nett von dir. Ja, da haben wir doch hier den Terminkalender. Der Nächste. Herein. Du möchtest also den Helden spielen, wie? Den Helden? Nun, dies ist die Rolle eines Helden. Sag einfach deinen Text. Vielleicht sind anschließend Probeaufnahmen für dich drin. Text? Alle Helden schreien was, wenn sie angreifen. So verlangt's die Tradition. Sag einfach das, was dir in den Sinn kommt. Hasta la vista, Baby. Nein, 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 nein. Hier, versuch's damit. Hier steht nur... Das rufen alle Drachentöter. Tatsächlich? Ja, kurz bevor sie im vorigen Drachenodem braten. Kehr zurück, wenn du geübt hast. Geh jetzt. Das heitert auf. Das funktioniert. Bei Fuß. Bei Fuß, hab ich gesagt. Brav. Brav, brave Truhe. Na komm schon, wenn du brav bist, besorge ich dir einige leckere Mottenkugeln zum Tee. Da wird sich die Truhe aber freuen. Lecker, lecker Mottenkugeln. Das ist ein Ei. Ach, ich bin ja so froh, dass ich an dem Kursus für Objekterkennung teilgenommen habe. Alte magische Zeichen auf der Schlange Trick. Der alte magische Zeichen auf der Der alte magische Zeichen auf der sehr langen Schlange Trick. Sehr lang. Der alte magische Zeichen auf der mit Zauberkraft versteiften und sehr langen Schlange Trick. Hat sogar einen Knauf am Ende. Yay, ein Knauf am Ende. Derzeit habe ich nicht den leisesten...